Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3. Hier mit den katarischen Herzögen, beziehungsweise dem katarischen Herzog von Hessen nunmehr. Und einer neuen Haupt- und Spielererbin, die ziemlich lidiert aussieht, weil sie verletzt aus dem letzten Spieleausflug zurückkam, kommt. Und der immer noch sehr große Herzog Sigmund. Und die gesamte Familie inzwischen zum katarischen Glauben konvertiert. Ich habe mich jetzt noch nicht großartig damit beschäftigt, was das jetzt für mich, für das Spiel bedeutet. Das werden wir jetzt einfach gemeinsam erleben und herausfinden, welche Probleme das Ganze mit sich bringt. Also ich bin noch Ratsverwalter. Noch. Ich kann mir gut vorstellen, das ist nicht mehr lange der Fall. Wobei man allerdings sagen muss, anscheinend Meinung von Kaiser Ehrenfried über mich noch bei plus 48. Das ist schon mal ganz gut. Kann man aber nicht mehr sehen, was für eine Meinung... Nee, egal. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist vielmehr die Sache mit der Nachfolgeregelung. Ich könnte natürlich nichts ändern. Sehr gut. Es gibt tatsächlich nicht mehr männliches Vorrecht. Ist einfach nicht erlaubt. Wow. Ja, interessant. Und hier ist natürlich auch Großteilung noch nicht erreicht. Das heißt, das wird richtig spannend. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht mehr ansatzweise irgendwo... Ihr gehört nicht zu den Kurfürsten. Das war, glaube ich, vorher schon so, aber ja. Keine Kurfürsten stimmen für mich. Wer hätte es gedacht? Ja, jetzt also wie gesagt, katarisch und besessen und überhaupt... ein bisschen daneben. Ich habe mir auch überlegt, es war ja eine Entscheidung, die sozusagen in der Besessenheit gefällt wurde. Eine plötzliche Veränderung. Weil Geister, katharische Geister, Besitz ergriffen haben. Aber er ist ja auch eigenwillig und zufrieden. Also man kann auch schon sagen, hat da so ein bisschen Anwandlungen, da doch dem nicht ganz, ganz skeptisch gegenüberzustehen. Von sich aus schon. Na gut, ja, lange Rede, sehr kurzer Sinn. Ich habe jetzt eine zukünftige Herzogin, auf die ich mich ja grundsätzlich, oh Gott, wie ist die denn geraten? Sie ist unersättlich, demütig und verletzt. Und richtig schlecht in Verwaltung, aber zu unserem großen Glück braucht sie das auch gar nicht mehr, weil sie nur noch eine Grafschaft hat. Natürlich geht es jetzt darum, diese Grafschaft auszubauen. Da werde ich jetzt als Spieler natürlich das Hauptaugenmerk drauflegen. Und natürlich auch, und das ist natürlich auch ein Problem, mir als Spieler passt das überhaupt gar nicht. Also ich hier, der da sitze, möchte ganz, 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 ganz schnell wieder zurück zum katholischen Glauben. ich weiß aber auch gar nicht, wie das geht. Da gibt es irgendwo die Möglichkeit wahrscheinlich. Also ich würde da wirklich ganz gerne wieder hinkommen. Ich dachte, das geht irgendwo. Aber das lässt sich natürlich jetzt nicht so leicht umsetzen. Hier könnte ich konvertieren. Finden alle ganz toll. Nee, kann ich schon machen. Dann wäre diese gesamte Geschichte natürlich wieder hinfällig. Machen wir erstmal nicht. Ich will jetzt erstmal wissen, was so die Auswirkungen dieser ganzen Geschichte sind. Und jetzt... sind wir auch noch ganz unabhängig davon, oder? Weil er eben doch noch katholisch verblieben ist, hat er eine neue Nebenlinie geschaffen. Unser Cousin Graf Jakob, der als Begünstigter etwas vom Kreuzzug abbekommen hat, nämlich die Grafschaft Akkon, das Einzige, was er hat. Er hat die ganzen Ansprüche, er ist natürlich auch katholischer Herrscher. Könnte interessant werden. Aber er hat jetzt die Linie Marburg-Akkon. Auch ein bisschen wild. Wir haben hier einmal den... Marburger Löwen nenne ich jetzt einfach mal. Den hessischen Löwen in dem Fall, den ich eigentlich nachmachen wollte. Und das andere Wappen hier in dem Gefirt ist auch nochmal geteilt mit drei das Eicheln, auf jeden Fall eine Pflanze und Mond. Woher kommt das? Ist das so, das interessiert mich jetzt, ist das? Genau, das ist aus Akkon heraus. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt zufällig geschehen oder weil das die... das Grafschaftswappen ist und ganz offensichtlich ist das Grafschaftswappen und damit alles klar. Und Gräfin Richenza, die
als Vasallin auch mit uns gewechselt ist zum katharischen Glauben, lädt uns zu einem Fest ein und das nehmen wir natürlich an. Eine herzliche Begrüßung und es geht los. Jetzt möchte ich hier noch kurz wissen, bevor ich das. Was haben wir hier? Sie ist jetzt auch. Aber die ist ja klar, dass die zum katharischen Glauben wechselte und Herzog Dedo von Ostfalen. Auch da oben, was passt. Egal. Festmahl, die Anspielung. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich verstehe nur nicht, warum ihr das so lustig findet. Meint Gräfin Richenza mit geneigtem Kopf, während ich mir ein Klucksen verkneife. Ich habe ihr nicht verraten, dass das, was sie sagte, auch als etwas Anzügliches interpretiert werden könnte. Ha. Wenn man den Kopf lange genug reibt und drückt, spritzt eine dickflüssige Substanz daraus hervor. ja, vielleicht bin ich nicht allein damit, das lustig zu finden. Bürgermeisterin Romilda spuckt etwas von ihrem Getränk aus, als ich Gräfin Richenza wiederholt. Die beiden könnten dieselbe Art von groben Humor lieben wie ich, oder sie könnten sich beleidigt fühlen. Ich werde nie erfahren, was die beiden denken, wenn ich nachfrage. Ja, dann reibt man das Köpfchen. Nö, ach so, ich bin ja besessen. Ich hätte eigentlich gesagt, sonst tendiert er ganz klar zur zweiten Antwort, und die kriegt es aber auch in der Besessenheit. Und zwar wiederholt, was ihr gesagt habt, aber langsam denkt ihr drüber. Ja, macht das mal bitte, vielleicht passiert. Ja, Grafin Richenza ist Rivale geworden, aber dafür ist Romilda, die fand das witziger. Eine Herausforderung, meine Rivalin und Vasallin Grafin Richenza lacht lautstark durch die ganze Halle und reizt und schmäht mich. Oh. Ach, auf einmal kann sie doch wieder Humor vertragen. Als sie mich dann doch bis aufs Mark beleidigt, zücke ich meine Klinge. Oh, jetzt wird's wild. Ich komme wieder zu Sinnen, als ich mich zu ihr hinunterbeuge. Mein Stiefel ruht auf ihrem Hals und wir atmen beide schwer. War das jetzt ein Anfall? Das ist interessant. Also es passiert und auf einmal ist mein Blutrausch vorbei. Aber hier steht jetzt nichts, dass das irgendwie daher kommt. Entweder sie ist verwundet. Sie bekommt 150. Interessant. Oder, ach, sie ist so oder so verwundet. Und hier, ja, irgendwie ist er nicht ganz klar. Meine Besessenheit befiehlt von mir. Das geht gleich weiter, dieser Blutrausch. Ihr werdet für eure Taten büßen. Ein etwas aus dem Ruder gelaufenes Fest. Ich dachte, sie ist verwundet. Hat sie aber schnell erholt. Ich habe nicht sehr stark zugeschlagen. Naja gut, was für ein Festmahl. Da wird man sich noch wirklich lange dran erinnern. Leb wohl, meine Rivalin und Vasallin. Naja gut, okay. Aber wie ist denn gerade die Stimmung so zwischen uns? Ja. Und jetzt passiert Folgendes. Rivalen zum Kampf herausfordern an meinen Lehnsherrn. Höllengezücht, eure Verbrechen gegen mich sind verabscheuenswürdig. Stellt euch mir im Zweikampf und lasst so und so über unseren Zwist richten. Ist die denn gut? 13? Flexible Anführer, fähige Taktiker. Zornig auf jeden Fall. Daher kommt das ehrgeizig. Jetzt wird es halt sehr spannend. Ich bin natürlich deutlich schlechter. Aber was passiert mit mir? Annahme oder Ablehnung? Besessenheit, ja oder nein? Ich würde es einfach, damit was passiert in dem Fall jetzt. Eigenwillig. Der nicht bis zum Tod geht, beginnt sofort und man erhält oder verliert Anspannung. Was sagt denn die Besessenheit? Komm, schlägt zu, und zwar mit der Entscheidung, ja. Annehmen. Zweikampf. Gräfin Richenza. Ich kämpfe mit Brille. Das sieht natürlich auch witzig aus. Gräfin Richenza und ich schleichen umeinander, wobei jeder seine Möglichkeit abwägt. Sie hält die furchteinflößende Axt, während ich meinen eigenen Streitkolben fest in der Hand halte. Die tödliche Waffe fühlt sich kühl und schwer in meinem Griff an. Dieser Kampf mag zwar nur bis zum ersten Blutvergießen gehen, doch das beruhigt meine Nerven nicht im geringsten. Ja, das ist jetzt immer so, ne? Es gibt gewagtere und weniger gewagtere Aktionen. Ich bin kein guter Kämpfer. Ich kann mal sagen, ich bin ja immer noch besessen. Gerade irgendwie so, das passt alles zwar jetzt nicht ganz so, aber ich würde sagen, wir würfeln das jetzt nicht aus, ob ich besessen bin, sondern ich würfel jetzt einfach aus, was er macht. Er ist komplett unvorhersehbar. Das ist zu Boden mit euch. Aggressiv. Ich trete hier vor Schienbein. In einem günstigen Moment trete ich heftig zu, erwische Richenza genau am Schienbein und bringe sie zum Humpeln.
Bitte was? Ich nehme, sie nimmt eine eher lasche Verteidigungsposition ein und beginnt damit, mich in einem Ton niederzuschreien, den man eher dafür verwenden würde, einen sich schlecht benehmenden Leibeigenen zurechtzuweisen. Oha. Gut, wir hassen uns wirklich. Wir sind beide, glaube ich, richtig schwierige Personen geworden. Meine Form ist ordentlich, auch wenn sie einige Schwächen hat und die Haltung von Richenza ist in der Auflösung begriffen. Aha. Ich habe mein Gegenüber in die Bredouille gebracht, muss meinen Sieg aber nach wie vor noch gut vorbereiten. Auch hier wieder die Würfel entscheiden, diesmal eins. Da habt ihr, sterbt einfach. Ich schlage irgendwie mehr und mehr um mich wie ein Berserker. Einen schlechten Angriffsversuch. Mittlerer Anstieg eurer Erfolgswahrscheinlichkeit, aber ein hoher Anstieg des Verletzungsrisikos. Ihr habt Duell nach Nachteil Rang 4. Ist das so? Bin ich gerade noch schlechter und sie noch besser? Nee, die ist Trunkenbold, die ist einfach so besoffen. Sterbt einfach. Und es sagt ihr, au, hör mal. Sieg! Meine zaghaften Angriffe erweisen sich letztlich als unnötig. Aus dem Nichts stürmt Richenza vorwärts und zielt mit einem bösartigen Tritt genau dorthin, wo eben noch mein Schienbein war. Von meinem unerwarteten Schritt beiseite überrascht, segelt sie an mir vorbei und verliert das Gleichgewicht. Ich nutze die Gelegenheit, um meinen Stiefel auf den so entstandenen Haufen zu legen, der eben noch mein Gegenüber war. Ich trete wütend auf Richenza ein, bis schließlich eine recht erstickt klingende Kapitulation aus ihrem Mund erklingt. Wow, ich bin siegreich. Sie ist verwundet. Du, die beiden schenken sich ja mal gar nichts. Die sind aber auch, die haben mal eine ganz wunderbare Beziehung miteinander. Ich verliere Anspannungen, sie erhält, aber ich hatte eh nichts. Es geht aber direkt weiter. Übrigens, Catriona verliert ihren Krieg, oder? Warte, das will ich angucken. Hat einen Krieg verloren gegen Herzog Etienne von Friesland. Aber gut. Mein Radspitze ließ den perfekt vorführen, also unsere Perfektin ist. Was ist das für ein Titel? Um ein großes Komplott zu enthüllen und darüber zu urteilen. Doch als die Perfektin sich weigerte, ein Geständnis abzulegen, hatte Dietwin keinerlei Beweise, um seine Anschuldigung zu stützen oder zu untermauern. Ich bin ja eigentlich gerade erst da konvertiert und hab die jetzt neu, deswegen stellt er mich ziemlich bloß damit. Offensichtlich ist er nicht konvertiert, kann das sein? Ja, das war wahrscheinlich eher ein katholischer Vergeltungsakt, denn ein wirklich, wirklich ernstzunehmendes oder bedrohliches Komplott. Achso, ja, einfach nur eine Fraktion. Immerhin machen wir immer noch Geld und Hingabestufe erhalten. Also im katharischen Glauben sehr hingebungsvoll. In seinem Zimmer eingesperrt. Heinrich kam zu mir und beschwerte sich darüber, dass Clara ihn tyrannisiert. Heinrich ist mein Sohn, der Älteste und zwar in Verwaltung ausgebildet werden sollte, weil er eigentlich mal ein Spielererbe war. Aber richtig schlecht eigentlich dabei ist. Guck einer an. Katara sind nicht gut im Verwalten. Ja, weil sie halt diese materiellen Dinge ablehnen. Na gut, und was sage ich zu ihm? Man muss sich der Welt nicht stellen. Er wird faul oder er wird feige. Das wird keine nächste... Die nächste Generation wird nicht gut. Das wird nicht gut. Faul oder feige. Faul oder feige. Nun bin ich selbst eigenwillig. Und ich würde sagen, feige muss man nicht sein, aber faul. Faul ist doch in Ordnung. Werde ich jetzt auch nicht, oder? Besessenheit? Ich meine, das ist beide so schlecht, dass es im Prinzip mir gerade egal sein kann. Ich bin auch nicht ganz zufrieden, ich bin besessen. Ich bin auch nicht ganz zufrieden mit der Lösung, wie ich das mit der Besessenheit regle. Da werde ich auf jeden Fall mal, jetzt nicht mehr bei dem Charakter, aber vielleicht sollte es später mal wieder vorkommen, irgendwie versuchen, anders zu lösen. Aber er entscheidet sich auf jeden Fall dafür, dass man immer gut versteckt bleibt und der gute Nachfolger wird also feige. Ist das schon die zweite? Nee, sie ist unersättlich. Ach du Schande, ist das eine verkommene Familie. Das war doch mal, oh, niedrige Haltbarkeit, der 19 Jahre, das ist, glaube ich, noch vertretbar. Ratsmarschall, Gräfin Richenza ist die Beste, absolut, aber meine Rivalin und die wird nicht in den Rat gesetzt. Ganz einfach nein. Es kann eine mächtige Vasallin werden, Bürgermeisterin, aber die ist schlecht. Trude ist die ist gut, aber das ist meine Hofärztin. Nee, das erscheint mir eigentlich auch nicht logisch und schlüssig. Es wird ein Ritter von mir, Markwart von Eppstein. Der ist treu, er mag mich, er ist ein Ritter. Könnte auch Bürgermeister Meginhard nehmen. Er gibt sogar ein bisschen mehr Sinn, da Vasall ist, deswegen mache ich das. Hier versuche ich jetzt einfach nicht nur zu optimieren, sondern auch das zu nehmen, was sozusagen
schlüssig erscheint innerhalb dieser Gesellschaftsstruktur. Rodung. Vor einigen Monaten, ich glaube, das hatten wir ja schon mal, begann Bürgermeisterin Wildruth mit der Rodung von Wäldern und die Besiedlung von Rieneck voranzutreiben. Ja, das kennen wir. Und jetzt hat sie einen Brief an Ratsverwalter Diepold geschickt, der sich ja damals selbst einen geschickt hat. Und der fragt mich jetzt nun um Rat. Er will von mir wissen, was er in meinem Namen antworten soll. Und da würde ich sagen, ja, der Würfel wird sprechen. Und der Würfel sagt, nehmt euch so viele Gemeinde, wie ihr braucht. Baut. Ist mir eigentlich auch egal. Hier gab es den Donjon in Fulda gebaut. Immerhin, gut für Fulda. Oh, nicht so gut für mich. Und Johanka greift an. Warum? Tyrannei mal wieder. Okay. Das heißt, Ehrenfried wird abgesetzt. Das kann man ja eigentlich so nicht zulassen. Ich meine, wir sind ja immer noch ein treuer Vasall. Nur weil wir jetzt einen anderen Glauben haben, hat das ja eigentlich nichts zu bedeuten. Ich würde aber an der Stelle nochmal kurz sagen, ich baue jetzt tatsächlich hier. Eine Stadt bringt mehr Geld. Kann ich gar nicht. Ach, ich muss der Tempel fertig errichtet werden. Okay, weil das würde ich auf jeden Fall gerne noch machen. Was haben wir denn hier für eine 1000 Truppen? Ja, komm, ich wollte gerade sagen, ich helfe ihm, aber das schafft er ja auf jeden Fall alleine. Wenn Frieda es beeinflusst, das ist gut. Das machen wir aber auch direkt weiter. Dann soll die einfach weitermachen. Ich habe mal eine Frage. Der Bischof von Mainz, ist der zum Beispiel mit konvertiert? Ja, das ist jetzt sie. Ach so. Der hat jetzt überall so? Ist die überall Chefin? Ich brauche nochmal ein Bistum. Wo ist denn hier ein Bistum? Da. Ja, okay, gut. Das hat sie geklärt. Recht zufrieden. Rudolf. Rudolf könnte noch irgendwie was werden. Ach du Schande. Und vielleicht, ich stelle es mir so vor, dass er alle seine Geschwister wegmeuchelt. Und dann hätten wir wieder alles vereint. Aber mal gucken. Wahrscheinlich wird es nicht passieren. Rudolf möchte seit langem nur noch eines. Einen Reifen. Einen Reifen? Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Das habe ich gesagt. Okay. Und er antwortet, dass er mit seiner derzeitigen Hingabe an seine Studien zufrieden sei. Belohnung hin oder her. Okay, starkes Statement von dem 9-Jährigen. Nein, Papa, ich finde, ich arbeite genug. Ja, er erhält Zufriedenheit. Das würde ich ihm auf jeden Fall weiter vermitteln. Sprunghaft oder treuherzig. Ja, aber ich muss mal kurz nachdenken. Das wird auch die letzte Entscheidung sein. Warum ist jetzt die Besessenheit hier? Also, warum besessen? Das heißt, einfach plötzliche Veränderungen, was die Stimmungen, die Wahrnehmung und die Fähigkeiten anbelangt. Ja, ich würde sagen, ich würfel jetzt einfach mal und dann schauen wir, ob Besessenheit, ja oder nein. Oh ja, der ist heute viel besessen. Und die 3, das ist der 2. Oh, jetzt wird er sprunghaft. Uiuiuiui. Ich hätte ihn da tatsächlich auch gern wieder zufrieden gehabt. Das hätte einfach ganz gut gepasst, aber das war jetzt leider nicht möglich. Und damit ist das, wer war das jetzt? Ich komme komplett raus. Der da hier. Sprunghaft. Minus 2 Verwaltungen, das heißt, das, was er jetzt noch hat, ist auch wieder weg. Uiuiui. Ui, ui, ui. Okay. Hessen ein bisschen wild. Das wird noch wirklich sehr interessant. Leute, ich habe ein bisschen Angst. Aber mal was Neues. Normalerweise würde ich jetzt alles versuchen. Ich hätte es gar nicht gemacht, ne? Den Glauben gewechselt. Dann, wenn doch, würde ich jetzt alles versuchen, zurückzukommen und Erbfolge auszudünnen. Aber so. Nehmen wir das so, wie das Spiel uns das vorgibt. Und damit wird das Ganze mal ganz anders. Ich hoffe, es macht Spaß. Ich hoffe, ihr schaut auch weiterhin zu. Gerne Kommentare schreiben bei Wünschen und Anregungen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.